Ja, hallo und grüß euch. Heute das Thema Weltsystem Crash. Ja, das neue Buch von Max Otte. Ich würde es euch gerne in die Kamera halten. Ich habe es aber leider nicht gerade in der Hand. Und warum? Das erfahrt ihr auch in diesem Video, wenn ihr dran bleibt. Also bis gleich. Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Mission Millionär und hier geht es um Freiheit, ja, nicht nur um Geld, sondern um Freiheit und einfach Zufriedenheit im Leben. Und ja, heute das Weltsystem Crash, das ist das neue Buch von Max Otte und ein sehr sympathischer Mensch, auch menschlich, soweit ich das beurteilen kann vom Internet her. Und ja, ich war gestern zufällig mal wieder mal beim Hugendubel in München, nicht am Marienplatz, am Stachus. Und dort ist mir eines aufgefallen. Ja, ich habe zum Beispiel mal vor ein paar Tagen, habe ich dieses Buch hier, Like, das ist jetzt ein ganz anderes Buch, ja, mir kaufen wollen. Und zwar ist es von einem syrischen Flüchtling, der sich hochgearbeitet hat, also quasi aus dem Nichts, also vom Nichts her, zum Social Media Unternehmensberater und da eben Multimillionär geworden ist. Also jemand, wo ich mich letztendlich auch mit identifizieren kann. Und ein richtig gutes Buch. Grundsätzlich zum Punkt Unternehmertum, New Media, also alles was Internet, Marketing, Sales, all diese Themen, wirklich gutes Buch und vor allen Dingen kein Buch, wo du ewig viel Masse lesen musst, ja, also dieses, es ist letztendlich auch was für Leute, die schnell zum Punkt kommen wollen, wenn sie ein Buch lesen, ja, schnell was lernen wollen, eventuell es vielleicht sogar umsetzen wollen, also nochmal, das ist ein richtig gutes Buch. Nur der eigentliche Punkt war, dass ich mir das quasi am Montag oder Dienstag kaufen wollte abends und es war nicht mehr vorhanden, obwohl es eigentlich ein Bestseller ist und auch auf der Hugendubel Online-Seite gelistet ist als solches. Und ich musste also 2 Tage warten, bis es da war, musste extra nochmal hinfahren und dann konnte ich es mir erst holen und den kann man auch relativ zügig dann durchlesen. Jetzt wieder zurück zum Buch von Max Otte. Als ich gestern beim Hugendubel war, ist mir aufgefallen und ich so rumschmöker in den Regalen, dass oben im zweiten Stock, ja, wo die ganze Politik, Wirtschaftsecke ist und so weiter, arbeitete so eine kleine, ja, die ging mir so gerade bis zur Brust, so eine kleine Frau, die dort eben die Bücher einsortiert und aufräumt und neue Bücher aufnimmt und ja, in die Regale reinsteckt und so weiter. Und ich gehe so hoch und schaue so und sehe, um Gottes Willen, ja, ungefähr ungelogen 300 bis 400 Bücher, und zwar 2 Crash-Bücher. Das eine Crash-Buch von Max Otte, Weltsystem Crash, und das andere Crash-Buch, ich glaube, weiß ich jetzt nicht mehr genau, welches das war, ein anderes System, noch ein anderes Crash-Buch. Von denen hatten sie schon mal auf Lager, ja, hunderte, ja. Von dem hier, wo wirklich guten Content liefert, ja, was dich sozusagen weiterbringt, als Marketer, Unternehmer grundsätzlich im Business, auch ein Nischenbuch, ja. War keins mehr da, muss ich mir bestellen, ja. Und das hat mir einfach so zu denken gegeben. Ich habe mir dann eine Kopie geholt von dem Weltsystembuch, ja. Und habe es dann mal so eine Stunde lang durchgelesen, ein bisschen angelesen, mir einige Chapter, also einige Kapitel rausgesucht und das ein bisschen durchgelesen. Zum Beispiel das Kapitel mit den Eliten. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, kann ich nachvollziehen, weiß ich aber schon, kenne ich aber schon, habe ich auch schon ein paar Mal gehört und so weiter.
Und es hat mich aber letztendlich, ja, eigentlich teilweise traurig gemacht, ja. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, soll ich mir jetzt das Buch kaufen oder ein anderes Buch, das habe ich jetzt nicht gerade nicht hier, oder gar keins. Und ich habe mir gedacht, was bringt mich jetzt eigentlich weiter? Was bringt mich persönlich das jetzt weiter, wenn ich mir ein weiteres Crashbuch reinziehe? Ja, okay, ich weiß, die Eliten und die sind böse und es geht, wenn irgendwo ein Funke zu ein bisschen zu groß wird und dann geht es vielleicht unkontrolliert das Ganze in den Bach runter oder sowas. Ja, blockiert mich das nicht vielleicht in meinem Daily Doing, ja, in meiner täglichen, wie soll ich sagen, in meinem täglichen Vorankommen, ja, wo eh so wenig Zeit, ich habe so wenig Zeit, ja, der Grund, warum ich jetzt 2 Tage keine Videos gemacht habe, war, weil ich noch einen Intensivkurs hatte, ich zeige euch mal, Intensivkurs Ungarisch, ja, und ich kann euch sagen, beim Münchner VHS wirklich highly recommendable, ja, also es ist wirklich empfehlenswert, die ziehen wirklich den Stoff durch. Und ich hatte ja schon ein bisschen vorgelernt, aber das hat mich wirklich fertig gemacht. Insgesamt 6 Stunden, ja, 6 Stunden Sprachkurs, Freitagabend und Samstagmorgen. Und da blieb keine Zeit mehr, YouTube-Videos zu machen. Aber zurück zum Thema. Die absolut essentiellste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du dich, wie ich mal ganz krass annehme, einige meiner Follower hier oder auch auf dem YouTube-Kanal oder auch ganz viele, ja, insgesamt im Internet, sich die Frage stellen mit den Crashes und was passiert mit unserer Wirtschaft und so weiter. Was bringt dich persönlich weiter voran, wenn du dir permanent Crash-Bücher reinziehst oder Content? Ich will jetzt nicht nur sagen Bücher, ne? Kauf um Gottes Willen die Bücher, die sind alle wertvoll. Aber insgesamt Content oder einfach Content reinziehst, was dich persönlich weiter voranbringt. Und ich würde sagen, das Letztere ist auf jeden Fall wichtig, denn mal angenommen, ein Szenario, ja, bei uns geht der Euro wirklich den Bach runter. Was ich jetzt nicht glaube, was ich persönlich glaube, dass das Wahrscheinlichste ist, dazu komme ich dann gleich am Schluss noch. Und wir haben wirklich, mal angenommen, wir haben wirklich Probleme. Wir bekommen wirklich Probleme. Nicht nur so eine kleine Rezession, die wir jetzt ja schon haben, ja, sondern ja, weit weniger, sagen wir mal 20% Arbeitslosigkeit oder sowas. Ja, selbst in Deutschland, also nicht nur Spanien und Griechenland, da wo es mehr oder weniger die ganze Zeit schon so ist. Ja. Und ja, dann müsste ich eventuell, also ich kann es nur auf mich beziehen, tja, vielleicht wieder aus Deutschland raus. Dann müsste ich mir einfach von heute auf morgen, ja, über Nacht müsste ich mir vielleicht einen Job suchen in London, ja, oder was weiß ich, noch weiter weg in Australien, was ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, ja, obwohl das Wetter vielleicht schöner ist. Und was bringt mich dann dort in London weiter, wenn ich alles mögliche Wissen habe über die Eliten der Welt und warum sie uns in den Schlamassel gezogen haben oder warum Griechenland und Spanien so böse ist oder und so weiter, ja. Ich will jetzt hier keine negativen oder positiven Sachen sagen auf irgendwelche Bücher, sondern ich möchte einfach nur für dich und mich, ja, auf den Punkt bringen, was dich eigentlich letztendlich weiterbringt, ja. Wenn du den ganzen Tag nur Gedanken darüber machst, was es alles Schlimmes und Böses in der Welt gibt, ja, wovon ja wiederum die Medien, die das quasi projizieren, enorm verdienen dran. Das darfst du nie vergessen. Also wenn ich jetzt hier hingehen würde und würde das Buch kaufen, die Kamera halten und nur ein Buch über diesen Weltsystemcrash machen, nur ein Video über dieses Weltsystemcrash machen, vielleicht mache ich auch noch eins, ja, dann kann ich dir garantieren, habe ich mindestens 1000 Views, mindestens innerhalb von einem Monat. Und das bei 250, bei 225 Abonnenten derzeit. Ja, wenn ich hier jetzt ein detailliertes Buch mache zum Like, ne? Also quasi Psychologie, das Social Media Marketing und wie du vielleicht eventuell dir selber ein Business aufbaust mit aufgrund des Wissens oder irgendwie über ein paar Affiliate Links ein bisschen Geld verdienst nebenbei oder irgendwie einfach Sachen,
ja, die du wiederverwenden kannst für dich selber, wenn du heute sagen müsstest, ich müsste das Land verlassen, dann müsstest du einen Job in London suchen. Ja, und du bist in einem Jobinterview, also in einem Vorstellungsgespräch dort, und du kannst sagen, du hast Ahnung von Facebook-Ads. Dann findest du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dann bekommst du vielleicht einen Job mit 25 Pfund Stundenlohn, ja, wenn du wirklich gut bist. Oder zumindest Ahnung hast. Und in England ist es so, wenn du den Willen zeigst, dich weiterzuentwickeln, dann kriegst du auch einen Job, vielleicht am Anfang mit weniger Geld, ja. Also, und zwar so. Bekommst du in England, in London, so wie in New York, wenn du ein Fit bist, also wenn du passt aufs Profil, wenn du passt und vor allem, wenn du den Willen zeigst, ja, wenn du das Engagement zeigst, in Städten wie London und wie in Städten wie New York, ja, dann hast du einen Job von Sonntag auf Montag. Dann machst du am Sonntag deine Bewerbung und hast am Montag das Vorstellungsgespräch und noch am Montag den Job, die Zusage. So schnell geht es da vor sich. Da hat keiner Zeit für, naja, jetzt müssen wir erst mal schauen und und überlegen und noch drei Interviews. Ja, also soweit ich weiß, ist es immer noch so dort. Ja, die haben einfach keine Zeit für diesen ganzen Schmarrn. Ja, das geht schnell, zack, zack. Und aber wenn du halt sagst, naja gut, ich erzähle Ihnen jetzt mal was im Vorstellungsgespräch von der Weltwirtschaftskrise und all diese Sachen, tja, dann kriegst du vielleicht, auch was, vielleicht einen Assistenzposten bei der Uni oder so, die ja dieses Thema untersuchen oder sowas, ja, aber vielleicht nicht ganz so schnell, ja. Also ich wollte dich einfach nur mal kurz sagen, dass ich das, also zum Schluss noch, was ich denke, ja. Wenn ich jetzt in einen Buchladen reingehe, der recht famous ist, ja, also sagen wir mal recht berühmt ist, und ich gehe da rein und da sehe ich halt einfach ein neues Buch, ein neues Crashbuch, ja, ein richtig heftiges Hardcore-Crashbuch, und da sind schon mal auf vor, also das passiert echt selten, dass die quasi da Hunderte, also es waren wirklich Hunderte Bücher auf Lager machen, weil die wollen ja die Lager möglichst klein halten. Ja? Das ist ja das, warum sie nicht so effizient sind wie Amazon und so weiter und nicht so eine hohe Marge und alles. Und ich sehe aber so viele Dinge, also das heißt, die wissen schon, dass die Nachfrage sehr hoch sein wird. Mit anderen Worten, rückschließend kann man sagen, das Thema, ja, ist extremst angekommen, ja, in vielleicht sogar in einer etwas breiteren Masse der Bevölkerung, das Thema Crash, ja. Das sieht man auch daran, wenn man ein Crash-Video postet, wie viele man da plötzlich auch neue Views bekommt, ja. Und das macht es doch, das Ganze doch relativ, eigentlich schon fast wieder unwahrscheinlicher, dass genau das dann auch passiert. Zum Beispiel jetzt denken alle, nächstes Jahr ist die Trump-Wahl, ja, und da wird die Börse wird rallyen, ja, also da gibt es eine Rallye, ja, da wird da geht's richtig, da kann es eigentlich nur noch bergauf gehen. Und ich sage, ich bin vorsichtig, ja, ich habe jetzt ein paar Gewinne mitgenommen, ja, das Jahr hätte besser laufen können, ist aber gut gelaufen, ja, also es ist auf jeden Fall zweistellige Prozent. Und was es genau ist, werde ich dann Ende des Dezember nochmal genau nachschauen. Ne? Das soll ja nicht vor dem Ende des Tages erloben. Und wer sagt denn nicht, dass wir werden auf jeden Fall eine Korrektur wieder bekommen. Die werden wir wahrscheinlich in kürzeren Abständen auch bekommen. Und mit Korrektur meine ich sowas wie letztes Jahr, wie so 20% oder sowas. 10-20%. Wer sagt denn, dass sie nicht genau dann kommt, wenn sie keiner vermutet? Ja, ebenso wie Dezember letzten Jahres. Also sagen ja viele Experten, kannst du dir alle anschauen, dass das letzte Mal, dass im Dezember die Börse 20% runtergegangen ist, war 2000 und davor auch nochmal 40 Jahre. Also so selten, ja. Warum? Wer sagt denn das nicht nächstes Jahr, wenn es die Leute am wenigsten erwarten, wegen der Trump-Wahl und so weiter, dass da vielleicht irgendwie ein Clinch ist oder dass die Demokraten recht stark werden plötzlich oder aus irgendeinen Gründen irgendwie ein Skandal und all diese Sachen. Und dann in Kombination mit anderen Themen wie, was weiß ich,
Zollabkommen oder irgendwas, dass die sagen, dass genau dann wieder so ein kleines Korrekturchen stattfindet. Ne? Wir haben jetzt alle möglichen Allzeithochs gesehen, ne? Dass da eben irgendwie ein kleiner Abverkauf wieder stattfindet. Und deswegen habe ich auch jetzt momentan so um die 40% meines Portfolios besteht halt wieder aus Cash, ja. Hauptsächlich aus Dollar. Vielleicht ergibt sich da wieder eine Möglichkeit, vielleicht auch nicht, ja, aber man sollte sich immer die Gedanken machen, was denken jetzt gerade alle und was wäre, wenn genau das Gegenteil passiert und was wäre, wenn immer das passiert, was sich gerade alle denken. Das ist ja nämlich auch sehr unwahrscheinlich, ja. Denn dann würde in sich das schon nicht passieren können, was alle denken. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Okay, was ich damit aus, ich hoffe, es ist eigentlich meistens klar, was ich mir sagen will. Und nochmal, was ich auch einen Gedankengang, den ich in letzter Zeit häufiger aufgenommen habe, bei all diesen Crash-Szenarien, diese Masse und diese Präsenz an Videos, Bücher. Artikeln und so weiter, Propheten und alles, die alle super sind, ja, kein Thema, dass dieser Crash jetzt dann bald kommen wird. Gestern habe ich zum Beispiel wieder ein Video gesehen, ein Interview von diesem Weig mit diesem Fonds, der, wo Wald drin ist und alles mögliche, ja, der auch wieder ein neues Buch, ach genau, dem sein neues Buch war das gestern, da war auch irgendwie so eine Hundertschaft dort, ja. Wie heißt denn, keine Ahnung, auf jeden Fall, genau, gestern ein Video ganz kurz angesehen von einem Kanal, anderem Kanal, der weiß jetzt ganz genau, der Weig weiß jetzt ganz genau, 2023 ist der Supercrash, ja, also jetzt hat er es wieder neu ausgerechnet, ja, also der war ja schon mal bei, weiß nicht, 2020, dann 2018 und so weiter, ne? Aber jetzt hat es wieder neu ausgerechnet 2023, ja? Und weil Griechenland und Spanien und Italien sich umschulden muss und so weiter. Also es sind alles sehr gerechtfertigte Gründe, ja? Aber ich sag mir, wenn das schon wieder so präsent ist, ja, dann das alle so denken, dann sage ich mir, wenn die wahrscheinlich wieder irgendwas finden, dass es eben nicht stattfindet, ja? Und vielleicht ist eine Variante, die auch manche sagen, als Option 2, wie man mit diesem ganzen Scheißdreck, den wir uns da so mit den ganzen Niedrigzinsen und all diesen Problemen und Schulden so zusammengebastelt haben mit unserem System, vielleicht ist der zweite Weg, der viel, viel softer diskutiert wird und weil er auch nicht so gut in Büchern zu verpacken ist, vielleicht, da steht es dann drin, aber halt nicht am Titel und so, das Wort Crash verkauft sich halt besser als wie Sklerose oder sowas, ja, sowas ähnliches nach dem japanischen Modell, ja. Ich denke, das ist jetzt meine abschließend meine persönliche Meinung, da sind wir bei fast 20 Minuten, dass die letztendlich das, was schon bereits stattfindet, dass dieser Crash, ja, von dem alle sagen, naja, jetzt ist er 2023, jetzt ist er 2020 und so weiter. Ja, immer diese punktuellen Vorhersagen, weil sich das eben sehr gut verkauft. Ne? Die Leute wollen konkret was wissen. Punkt. Ja? Die wollen nicht, naja, so wischiwaschi, olala, dann wird sich das Buch nicht verkaufen. Und mal ganz ehrlich, die solche Bücher schreiben und verkaufen, die verdienen schon ganz gut. Das heißt immer, mit Büchern schreiben werde ich nicht reich. Nö, aber wenn du halt 1 Million Bücher verkauft hast als Bestseller, das kann schon mal vorkommen, also mal 500.000, und du verdienst pro Buch 3 Euro, dann hast du auch 2 Millionen Euro verdient. Also reich wird man mit Büchern schreiben nicht, aber wenn man Bestseller macht, verdient man schon ganz gut. Ne? Also das finde ich auch manchmal ein bisschen perfide, wenn man das so dann sagt als Experte. Aber gut, es ist mehr Geld, als die meisten Leute jemals im Leben sehen werden. Ja? Deswegen habe ich da ein bisschen Sarkasmus mit einfließen lassen. Ja? Aber ich denke mal, wer sagt denn nicht, dass letztendlich dieser Crash, auf den immer alle warten, dass irgendwie eine Explosion passiert, na? Dass der schon längst stattfindet im Grunde. Und zwar über die Methode der schleichenden Enteignung. Und das ist das, was ich schon seit Jahren hier auch Videos mache, ja.
dass die Inflationsrate völlig anders ist, als wie sie offiziell immer deklariert wird. Na, da heißt es ja immer, es ist sogar Deflation. Ja, müssen wir uns mal genauer anschauen. Deflation wo genau? Ja. Und Inflation 1-2%, wo genau? Ja. Also natürlich gibt es Bereiche, das ist eher deflationär, oder es gibt Bereiche, wo wir vielleicht nur 1-2% Inflation hatten in den letzten Jahren. Aber es gibt sicherlich auch Bereiche, da hatten wir, sagen wir mal, 5-10% Inflation. Ja? Und zwar so Kleinigkeiten, ja, wie ein Café to go oder sowas. Ja? Also da kann ich euch das kann ich euch sogar schwarz auf weiß beweisen. Ja? Oder andere Dinge, ja. Also, und oder Mieten und so weiter. Ne? Die sind ja ein bisschen mehr gestiegen als wie nur 1% im Jahr. Ne? Und die Gehälter garantiert nicht. Ja? Naja, okay. Also. Aber wer sagt denn, dass nicht das einfach forciert wird? Das heißt, von den ganzen sogenannten Eliten, die es natürlich gibt, ja, logisch, so gesehen, wie man die auch immer definieren mag. Die haben doch gar nicht im Interesse, dass irgendwie so eine Bombe einschlägt, ne? So ein Crash, so boom, und dann ist alles zerstört und dann knüppeln sich die Leute auf der Straße. Warum? Weil dann die Eliten ja niemanden mehr haben, den sie sozusagen aussaugen können. Ja? Nein, ist doch viel intelligenter, eine schleichende Enteignung einfach quasi zu verstärken und in diese Richtung einfach weiter zu enteignen. Dinge, die halt sozusagen so schleichend passieren, dass sie die ganzen Normalen, die in der S-Bahn jeden Tag sitzen, die sich einfach keinen Bock haben, irgendwelche Gedanken zu machen, dass sie das einfach, das sind die großen Masse, ist nach wie vor die große Masse, dass die das gar nicht verstehen und merken, wie ihnen halt das Geld aus der Tasche gezogen wird, ja, über verschiedenste Dinge, ja, und das ist ein viel wahrscheinlicheres Szenario, dass es so, dass sie versuchen werden, ja, das schleichend und langsam und so immer durch Hintertürchen zu machen, ja, durch diese Sondersteuer, das Steuer, diese, jenes, dort und hier und dort, ja, und auf die lächerlichsten Dinge, ja, wie eine Fleischsteuer oder was es da alles gibt, da, weißt du, so, auf jeden Fall, das ist abschließend meine Meinung, dass es viel wahrscheinlicher ist, ja, als wie das, dass es vielleicht so einen Knall gibt. Wenn es diesen Knall dann gibt, ja, dann weiß keiner so richtig, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Und das ist eben der Casus Knactus. Das will niemand. Ja, das will absolut niemand. Das will auch nicht die höchste Elite, das will keine Politikerkaste, das will kein, egal wer, ja, keine Aufsichtsratskaste oder wer auch immer die Eliten da oben sein sollten, ja, oder diese Supertrillionäre, auch ein Supertrillionär will das nicht. Ein Supertrillionär, außer er ist natürlich ein Psychopath, so wie bei James Bond, will nicht in einer Welt rumlaufen, wo überall brennende Autos sind. Ja, was hat denn der davon? Nichts, gar nichts. Ja. Also, das ist mal meine Meinung zu diesem ganzen Weltsystemcrash. Verkauft sich natürlich super. Ich denke mal, ich werde auch so eine Überschrift für dieses Video wählen, weil sonst schaut es keiner wieder an. Ja? Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Abonnieren und nächstes Video schauen. Bis dann. Bye, bye, tschüss.